laufen können. Ja, was können die Jungs hier laufen? Die gehen als Wernigraus und Elfhausen, der macht das Tempo. Also die gehen so davon aus, von 2,25 vielleicht auch an die Löcke, die uns an den Weg laufen. Die Männer da natürlich auch einen Jugendlichen, der sich bereits genannt und da ist eben dann das Ziel in Richtung Kampere. Und dann können wir hier die Läufer anfeuern, da der Wind ihnen ins Gesicht liegt. Vorne das Häschen, dahinter Friedrich Ruppert, SC Mühl, Leichtathletik und dahinter schon Maximilian Feist, der zweifache Hallenmeister über 1500 Meter, 56,1 der Durchgang. Beide Männer unterwegs und Maximilian Feist, das sind die beiden, die jetzt viel am Tempo machen, also Anhänger und Gäste und alleine das Rennen bestimmen. Hubert und Feist dahinter, kommt aber das Feld heran, die Jagd, die Kinder sind da, und dann bei 1,26. Also eine Zeit um 2,26, 27, 35 ist vielleicht machbar und dann vorne. Dann ist er wieder am Zug, liebe Zuschauer. Kommt! Wenn ich gebuppert, dann Feist und dann kommen sie alle dahinter. Mit der 224 und 417, 1,55 der Durchgang, Dinov Gehisso und Boris Rhein, das sind die nächsten. Ganz vorne, das Ding ist da. Wenn ich gebuppert nach 1,55 hier im Durchgang. Und dann für den Dinov